Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kundinnen und Kunden, herzlich willkommen hier aus dem Sattlerforum in Salzburg zu unserem heutigen Livestream mit Matthias Horks. Über 90 Jahre hinweg waren wir es als Bankhaus Spengler gewohnt, Sie, nämlich unsere Kunden, mit abwechslungsreichen und informativen Präsenzveranstaltungen zu informieren. Seit Corona sind Veranstaltungen, wie Sie wissen, so gut wie ausgeschlossen. Und vieles hat sich seitdem verändert. So eben auch die Art und Weise, wie wir mit Ihnen, geschätzte Kundinnen und Kunden, kommunizieren. Und der heutige Livestream ist ein gutes Beispiel dafür, wie man auch ohne persönliche Nähe eine hoffentlich spannende und interessante Veranstaltung gestalten kann. Die hohe Anzahl an Teilnehmern bei diesem heutigen Livestream zeigt, dass das Interesse ihrerseits dazu sehr hoch ist. Trotzdem freuen wir uns alle schon heute auf die Zeit, wo wir uns auch wieder mal persönlich treffen. Bevor ich den Vortragenden unseres heutigen Abends begrüße und ihn vorstelle, erlauben Sie mir einige Worte in eigener Sache. Das vergangene Jahr war für alle von uns herausfordernd. Daran besteht kein Zweifel. Umso erfreulicher ist es, dass wir als Bankhaus Spengler auf ein wirklich zufriedenstellendes Jahr zurückblicken können. Das Betriebsergebnis liegt deutlich über dem Vorjahresniveau und die ohnehin schon sehr gute Kapitalausstattung der Bank wurde dadurch noch weiter gestärkt. Die Bank steht somit auf grundsoliden Beinen und ich denke, das ist auch für Sie, also unsere Kunden, wichtig zu wissen. In diesem verrückten Jahr, wie ich es gern bezeichne, ist uns aber viel gelungen. Wir haben mehr Neukunden gewinnen können als je zuvor und haben die von uns verwalteten Assets deutlich gesteigert. Auch die Dienstleistungen unseres Family Managements in der Beratung von Familienunternehmen sowie das Finanzierungsgeschäft haben starken Zuspruch erfahren. Und für Ihr Vertrauen möchten wir uns bei Ihnen herzlich bedanken und versichern, dass wir auch im Jahr 2021 alles daran setzen werden, Ihre Erwartungen zu erfüllen und Sie mit größtem Engagement und erstklassiger Beratung zu begleiten. Wie Sie sehen, für das Jahr 2021 ist unser Blick nach vorne gerichtet. Gerade in solchen herausfordernden Zeiten bemühen wir uns, ein bewährter Partner und ein persönliches Gegenüber zu sein. Ich hoffe sehr, dass uns das auch gelingt. Auf uns können Sie sich verlassen, egal wie stürmisch der Wind draußen weht. Wichtig ist aber auch, dass wir uns laufend verbessern. In diesem Zusammenhang darf ich auf eine Kundenbefragung verweisen, die wir in diesen Tagen gestartet haben. Wir bitten Sie um Ihr ehrliches Feedback, auch um Ihr offenes Feedback und danken schon jetzt für Ihre Teilnahme. Nun, noch weiter hinaus als über das Jahr 2021 aber schaut unser heutiger Gast, Matthias Horks, Zukunfts- und Trendforscher. Matthias Horks ist heute aus Wien zugeschaltet. Ich hoffe, das klappt. Herzlich willkommen, Herr Horks. Ja, guten Abend. Schön, Ihre Stimme zu hören. Ich darf Matthias Horks noch kurz vorstellen. Er ist vielen von Ihnen bekannt und hat mit seinen Langzeitprognosen vielfach Recht behalten. Heute wird Matthias Horks zum Thema die Zukunft nach Corona referieren. Nach einer Laufbahn als Journalist und Publizist ist er zu einem der einflussreichsten Trend- und Zukunftsforscher des deutschsprachigen Raums geworden. Er veröffentlichte über 20 Bücher, von denen einige zu Bestsellern wurden. Er hat das Zukunftsinstitut gegründet mit Sitz in Frankfurt und Wien und beschäftigt sich da mit Fragen zur Entwicklung der Wirtschaft und Gesellschaft und gehört sicherlich zu den wichtigsten futuristischen Thinktanks im deutschsprachigen Raum. Matthias Horks bezeichnet sich selbst als leidenschaftlicher Europäer. Er pendelt gerne zwischen London, Frankfurt und Wien. Ich glaube im Moment eher nicht so sehr, aber grundsätzlich tut er das gerne. Und Wien hat es ihm überhaupt angetan. Er lebt seit 2010 mit seiner Familie im sogenannten Future Evolution House, ein vor allem auch architektonisch sehr ansprechendes Zuhause.
Matthias Horks ist aber keine One-Man-Show, sondern vertritt als Familienoberhaupt ein klassisches Familienunternehmen. Neben seiner Frau, einer irischen Journalistin, die sich mit dem Thema Design, Architektur und Stadtentwicklung beschäftigt, arbeiten auch seine beiden Söhne Tristan und Julian im Unternehmen mit. Nun, bevor ich an Herrn Horks übergebe, noch ein organisatorischer Hinweis. Nach dem Vortrag von Herrn Horks, er wird circa 30 Minuten in Anspruch nehmen, gibt es eine Fragerunde. Fragen können Sie über den Live-Chat stellen. Sie finden rechts unten einen Button, wo Sie direkt die Fragen an uns richten können. Aber nun zu Herrn Horks. The floor is yours, zumindest digital, Herr Horks. Nehmen Sie uns bitte mit auf Ihre Reise in die Zukunft. Ja, herzlichen Dank. Das letzte Mal haben wir uns, glaube ich, vor 6 Jahren getroffen, wunderschön in Ihrer Zentrale, in der Spengler Bank Zentrale in Wien. Das ist ja ein Klostergebäude, ein ehemaliges mit wunderbarem Blick auf den Stephansdom. Das war in der Tat ganz anders. Heute sehen Sie mich vor meiner Star Wall. Was Sie hinter mir sehen, ist ein so eine Art Kunstwerk, das uns als Kino dient, das Future Evolution House. Das sind so 4 kleine Würfel, die auf eine Randlage von Wien auf die Stadt hinunterblicken. Da steht an den Würfeln steht dran Work and Home. Wir arbeiten eben auch von zu Hause, also Work-Life-Balance ist uns wohl bekannt. Und ich habe heute gerade im ersten Sonnenschein die ersten Rosen geschnitten. Ich bin auch ein Gärtner. Und es ist auch kein Geheimnis, dass die Spengler Bank uns bei der Finanzierung und Errichtung dieses Projektes, das wir jetzt nochmal umbauen, mehr noch in Richtung auf erneuerbare Energien geholfen hat und uns begleitet hat. Und ich kann das nur so sagen, ohne allzu viel zu schmeicheln. Ich bin sehr zufrieden, gerade in diesen Zeiten mit einer Bank zusammenzuarbeiten, die erreichbar ist. Ja, das ist wirklich, die Erreichbarkeit ist das ungeheure Thema unserer Zeit. Gerade im überdigitalen Zeitalter ist ja die Frage, wie kommen wir uns überhaupt noch näher und wie können wir als Menschen miteinander kommunizieren und dadurch eben das haben, was Menschen am allermeisten brauchen, und das ist Beziehung. Und damit bin ich eigentlich beim Thema Corona-Krise. Ich will gar nicht so sehr über irgendwelche Details sprechen. Ich werde auch oft gefragt, wann ist das wieder vorbei? Vor einem Jahr, als das begann, vor einem Jahr waren ja die ersten Fälle im zentraleuropäischen Raum, vor allen Dingen in Italien. Da war die erste Frage an mich als Zukunftsforscher immer die man eigentlich an die Virologen stellen müsste, aber die so eine unterschwellige Erwartung hatte. Und diese Frage lautete, wann ist das wieder vorbei? Und ich glaube, den Bann, den man bei dieser Frage hat, man starrt dann ja immer auf die Nachrichten und ist es jetzt vorbei und wie entwickeln sich die Zahlen? Ich habe damals in einem Interview gesagt, es ist nie vorbei, weil diese Krise wird uns verändern, und zwar alle. Als Menschen, als Gesellschaft, als Kultur. Und das ist das Wesen von bestimmten Arten von Krisen, dass sie zu Zeitenwenden werden. Und dann geht es auch gar nicht so sehr um Prognosen. Also wir haben inzwischen ganz gute Modelle. Es gibt so eine Theorie zum Beispiel des pandemischen Equilibriums, des Gleichgewichts der Pandemie. Da ist quasi das, was wir an Angst haben mit Bewältigungsstrategien und mit den Impfungen und mit den Todesopfern dann in einem Gleichgewicht. Und dann wird sich so etwas wie eine neue Normalität, dieses berühmte neue Normal, sicherlich einstellen. Das wird in diesem Sommer der Fall sein. Das ist abzusehen. Aber das Interessante ist eigentlich, was passiert in der Zwischenzeit mit uns? Was passiert mit der Gesellschaft? Und vor allen Dingen, wie schauen wir heute auf das alte Normal zurück? Ja, können Sie sich noch erinnern? Vor gut einem Jahr, als wir alle noch so in einem Zustand von Unschuld lebten. Wenn wir heute darauf zurückblicken, ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, dann hat man manchmal das Gefühl, das war aber vielleicht auch nicht so normal. Also das Normale ist ja immer das, woran man sich gewöhnt hat. Aber das Normale ist auch nicht unbedingt das, was unendlich weitergehen kann. Das weiß man im Leben. Das Leben hat ja auch bestimmte Phasen und das Leben hat immer auch Übergangskrisen. Und wenn wir mal Corona als eine Art Übergangskrise begreifen, dann sieht die Welt schon ganz anders aus. Und dann kommen wir auch ein anderes Verhältnis
zu unserer Angst, weil ganz viele Menschen sind natürlich sehr verunsichert, weil ihre Kontinuitätserwartungen gebrochen sind. Aber ich möchte versuchen, eben gemeinsam mit Ihnen ein bisschen zu entschlüsseln, was diese Krise mit uns macht oder was sie mit uns machen könnte. Und ich möchte auch so ein bisschen das mit Ihnen tun, was ich eine Regnose nenne. Also eine Prognose ist immer, da sagt man im Jahr so und so viel wird das und das passieren. Das stimmt dann meistens nicht, weil so präzise kann niemand die Zukunft voraussagen. Aber eine Regnose ist quasi eine Zeitreise. Das heißt, wir springen gedanklich in einen zukünftigen Zustand hinein und schauen dann zurück. Und ich habe das letztes Jahr in meinem Text Die Zukunft nach Corona, der ist am 22. März erschienen und der ging dann viral. Viele Millionen Leser hat er gefunden, weil er versuchte eben diesen einen Ton anzusprechen. Was will uns diese Krise eigentlich sagen? Ja, ist das etwas, was über uns kommt und dann ist es vorbei und in 10 Jahren werden wir sagen, naja, okay, da konnten die Kinder mal nicht in die Schule. Ich glaube eben, das ist sehr viel mehr und ich würde gerne versuchen, Ihnen das auch in diesem Wandlungsprozess mit ein paar Bildern darzustellen, mal sehen, ob wir das hinbekommen. Wir können ja als Menschen immer auch ein bisschen besser das Optische verkraften und das möchte ich jetzt gerne versuchen, ein bisschen mit Ihnen zu teilen, wenn das sichtbar wäre. Das ist eine Zeichnung, die mein talentierter Sohn Julian gezeichnet hat über Corona. Und es zeigt eben so ein bisschen das Durcheinanderwirbeln, das durch diesen Virus entstanden ist. Wir haben alle so das Gefühl, wir hängen an Trapezen, wir haben keinen festen Griff im Raum. Aber gleichzeitig entsteht auch ein Gefühl von Schweben, was sich beschreiben lässt. Wir haben inzwischen auch die ersten Untersuchungen darüber, auch in größeren Umfragen, wie Menschen das beurteilen. Es gibt natürlich einen großen Anteil von Menschen, die nach wie vor eine sehr große Angst, auch eine Existenzangst haben in dieser Krise. Es ist ja auch bedrohlich. Wir haben natürlich Opfer und wir haben natürlich unheimliche Härten auch auszuhalten. Auf der anderen Seite gibt es so merkwürdige Phänomene, dass ein großer Teil, ein gar nicht so kleiner Teil zumindest der Bevölkerung auch sagt, ich mache in dieser Krise Erfahrungen mit mir selbst, zum Beispiel in Bezug auf meine Familie, auf meine Bindungen, auf meine Verbindungen mit der Welt, dem Leben, auch mit mir selbst, die ich eigentlich gar nicht mehr missen möchte. Also dieser plötzliche Stopp, dieses Anhalten des Gewohnten hat uns herausgewirbelt aus den Routinen. Und dann ist natürlich sehr unterschiedlich, auch subjektiv sehr unterschiedlich, wie Menschen damit umgehen. Und ich möchte Ihnen mal eine Frage stellen, ganz am Anfang, über die man vielleicht auch so ein bisschen reflektieren kann. Eine Entweder-Oder-Frage. Entweder-Oder-Fragen sind ja immer so ein bisschen schwierig, weil da gibt es nur Schwarz und Weiß. Aber das hat hier durchaus seinen Sinn. Also denken Sie mal drüber nach. Hat sich die Welt mehr verändert? Also die Welt, wie wir sie draußen sehen? Oder haben wir uns mehr verändert? Diese Frage ist nämlich deshalb interessant, weil sie ja auf unser Weltverhältnis hinweist. Also Krisen sind etwas, was uns herausfordert. Und die Frage ist, ob sie uns verändern, ob wir in einen Wandlungsprozess eintreten, der danach auch bleibt, oder ob wir quasi auf dem alten Normal beharren und sagen, es muss so werden wie vorher. Und das ist normalerweise in Krisen ja ganz schwierig, wenn Sie in Ihrem persönlichen Leben eine Gesundheitskrise haben oder eine Liebeskrise oder eine Berufskrise, dann wird es danach nicht so weitergehen wie vorher. Ja, also der Appell zu sagen, es muss dann alles so sein, wie es früher mal war, das ist zwar ein verständlicher, nostalgischer Impuls, den wir alle haben, aber wir wissen, wir können eigentlich nur nach vorne leben. Und das können wir wiederum nur, wenn wir die Botschaft einer solchen Krise entschlüsseln. Also man kann natürlich immer wieder denselben Fehler machen im Beruflichen, in der Liebe oder in der Gesundheit. Aber der Lernprozess ist ja das, was uns als Menschen auch unterscheidet von anderen Wesen. Wir sind in der Lage, Modelle zu bauen, uns über die Wirklichkeit zu verständigen. Wir sind auch in der Lage, unser Verhalten zu ändern. Das hat sich in der Krise ja auch gezeigt. Manche Menschen kommen damit eben gar nicht zurande und die entwickeln dann eben Wahngebilde. Also die Vorstellungen von gewaltigen Verschwörungen, das ist etwas, was uns ja auch beruhigen kann. Also wenn wir wissen, dahinter steckt Bill Gates, der uns Chips einpflanzen will,
dann ist das so eine Art Geheimwissen. Und wenn wir dieses Geheimwissen haben, dann fühlen wir uns mächtig. Und eine solche Krise macht uns natürlich auch ohnmächtig. Also was passiert in einem solchen Krisenverlauf? Man muss erstmal die verschiedenen Krisenformen etwas unterscheiden. Es gibt eben katastrophische Krisen wie ein Weltkrieg, da sind unsere Handlungsmöglichkeiten sehr beschränkt. Aber es gibt auch oberflächliche Krisen. Denken Sie mal vor 10 Jahren die Finanzkrise, das hat in der Tat einiges verändert. Das hat übrigens einen tieferen Einbruch der Konjunktur als jetzt in den meisten Ländern erzeugt. Und es hat einen Sektor, nämlich den Bankensektor, massiv verändert. Aber es hat uns nicht in unserer existenziellen Form so sehr berührt. Ja, also auch dann, wenn wir Geld verloren haben, das war nicht etwas, was uns in diese Art von Resonanz gebracht hat mit der Wirklichkeit. Und eine Tiefenkrise berührt eben alle, und das ist eben das Typische für die Corona-Krise, alle Ebenen unserer Existenz. Die Politik, die Wirtschaft, die Institutionen, die Gesellschaft, die Werte, die Kultur, unser Zeitgefühl, ja, manchmal, Sie kennen das auch, die Zeit wird zäh in dieser Lockdown-Zeit. Die Politik greift plötzlich auf die Wirtschaft über und reguliert die Gesellschaft. Das hatten wir auch schon lange nicht mehr in dieser Form. Die Gesellschaft wehrt sich vielleicht und unsere Werte sind gefragt. Also, was glauben wir über die Welt? Was sind unsere Vorstellungen von dem, wie es weitergehen kann, wie unsere Zukunft aussieht? Und das führt dazu, dass in einer solchen Krise quasi die Verflochtenheit der Welt intensiver wird. Und dadurch entstehen neue Konfigurationen. Also wir können davon ausgehen, dass das Verhältnis zwischen Wirtschaft und Politik und Gesellschaft sich auf lange Zeit hin verändern wird und dass auch unsere Arten und Weisen, Alltag, Arbeit zum Beispiel, dass das auf lange Zeit hin sich einen Kurswechsel suchen wird. Es ist wie ein Bachbett, was sich eine neue Richtung sucht. Und wenn wir in diesen Modellen denken, dann fällt es uns auch ein bisschen leichter, uns darauf einzulassen. Es ist ja so, bei Krisen geht es immer darum, ob wir sie annehmen. Ja? In dem Moment, wo wir sie verweigern, überwiegt die Wut und die Ablehnung und dann auch das Elend, das Innere. Oder wir sagen, okay, das ist eine Möglichkeit für uns, vielleicht in unserem Geschäft. Also wir zum Beispiel im Zukunftsinstitut, wir hatten ein wunderbares Jahr, ähnlich wie die Spengler Bank, weil natürlich der Bedarf nach Zukunft ganz anders ist. Ich kenne Unternehmer, befreundete Unternehmer, die haben plötzlich Nischen ausgebaut und haben einen riesen Erfolg gehabt mit Direct Delivery Form. Die haben sich neu erfunden. Ja, manche Restaurants haben tatsächlich mit Outlets plötzlich geboomt, andere überhaupt nicht. Also Sie sehen auch, wie gleichzeitig die wirtschaftlichen Formen durcheinandergewirbelt werden. Und das ist auch typisch. Eine solche Krise beschleunigt Entwicklungen, die eigentlich latent schon da waren. Das heißt, Wertschöpfungsmodelle zum Beispiel im Tourismus. Wir arbeiten viel für den alten Tourismus. Und dort können wir ganz klar sehen, Hotels oder Gastronomiekonzepte, die sowieso schon eigentlich überfällig waren, die werden diese Krise vielleicht nicht überleben. Das ist wie ein brutaler oder aber auch manchmal heilender Reinigungsprozess. Gleichzeitig entstehen neue Ideen in vielfältiger Art, in der eben Innovation entsteht. Also Krisen sind auch immer Innovationsbeschleuniger. Hartmut Rosa, der deutsche Soziologe, hat das sehr schön auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, geistig bringt die Corona-Krise einen Klimawandel mit sich. Und das, was eigentlich an unbewussten Erwartungen oder auch Befürchtungen in uns schon drin war, wird jetzt massiv verstärkt. Und das kann man inzwischen messen, man kann es lesen, man kann es verstehen. Und diese Reise ist die eigentlich interessante. Und wenn man das tut, dann wird man vor dieser Krise nicht mehr diese dauernden, das kennen Sie auch, so alle 2, 3 Tage kriegt man so einen Angstanfall, weil man denkt, oh Gott, das hört nie auf, das kann zu keinem guten Ende führen. Unsere Wahrnehmungen verändern sich. Also zum Beispiel Medienverhalten. Wir können sehen, dass viele Menschen in dieser Krise angefangen haben, entweder wie verrückt fernzuschauen und dann so richtig zu starren. Kennen Sie das, wenn Sie jeden Abend die Nachrichten und immer die Zahlen? Und andere haben sich völlig von den Medien abgewendet. Und unsere Wahrnehmungen werden anders. Wie finden Sie dieses Bild? Also unser Verhältnis zu hedonistischen Formen, also zu Vergnügungsformen, ist plötzlich ganz merkwürdig gebrochen. Ist Ihnen das aufgefallen? Das ist vor Corona aufgenommen in Ischgl, aber es war eben vor der Corona-Zeit und es war einfach eine Party nach dem Motto von jungen Ärzten,
wir feiern, bis der Arzt kommt. Das ist heute nicht mehr lustig. Und Sie merken, diese Entlustigung oder Verlustigung, die verschieben sich. Nicht? Mancher Humor ist überhaupt nicht mehr lustig. Gleichzeitig hat sich in der deutschen Sprache, hat gerade eine Nürnberger Sprachagentur, hat eine Studie über die Sprachveränderung hat sie herausgegeben. Und wir haben 1200 neue Wörter. Nicht? Ganz viele natürlich mit Corona und Coronist. Und Corona-Verweigerer oder Corona-Profiteur, all diese Wortkombinationen, die unsere Sprache verändern. Und wir sehen eben, dass diese Krise auch massiv auf klassische Formen von ja, wirtschaftlichen Verhältnissen zugreift. Ein Beispiel, was ich in meinem Buch in eine quasi kleine Geschichte auch verwandelt habe, ist das Schicksal der Stadt Venedig. Also ich liebe diese Stadt. Aber ich bin in den letzten Jahren immer weniger gern dorthin gefahren, weil es dort nur von Tagestouristen wimmelte, die irgendwelchen Quatsch kauften. Und es war eng und laut und hektisch. Und die Venezianer haben sich dort auch nicht mehr wohlgefühlt. Und da war das Problem des Overtourismus. Und ich bin dort jetzt im letzten Herbst noch einmal hingefahren. Und dort haben ganz erstaunliche Verhältnisse des Wandels stattgefunden. Es hat eine große Bürgerinitiative gegeben, die Demonstrationen gemacht hat, hat gesagt, wir wollen nicht, dass diese Kreuzfahrtschiffe zurückkommen. Da sind dann 3000 Leute drauf und überfluten die Stadt. Und gibt jetzt einen runden Tisch, der den Tourismus nach Corona quasi plant. Und der wird eben anders sein. Dort will man auf eine neue Art von Qualitätstourismus gehen. Und Carlo Ratti, ein italienischer Architekt, hat eine wunderbare Idee, ein Programm dort entworfen. Das heißt, die ruhenden Reisenden. Im 19. Jahrhundert sind die Menschen ja nach Venedig gefahren und haben dort, also Goethe und andere, haben dort gelebt für längere Zeit. Und die ruhenden Reisen ist ein Angebot. Sie können 4 Wochen in der Stadt bleiben. Sie treffen die Locals, die Einwohner. Sie haben ein ganz anderes Verhältnis zur Stadt. Und siehe da, jetzt haben die Kreuzfahrtschiffgesellschaften schon gesagt, dass sie die Innenstadt nicht mehr anlaufen werden ab nächstes Jahr. Und so sehen Sie, dass viele der Dinge, die wir gewohnt waren, anderes Beispiel ist die Fleischproduktion. Der Fleischkonsum ist zurückgegangen durch diese Skandale. Und wir sehen, dass zum Beispiel, also es polarisiert sich. In der Krise haben viele Menschen auch sehr ungesund gegessen. Aber gleichzeitig gab es auch einen großen Anteil von Menschen, die gekocht hat. Ja? Also das Backen zum Beispiel hat einen unheimlichen Boom erlebt. Und all diese auch verdrängten Bedürfnisse in der Gesellschaft, die haben sich auch in solchen kleinen Trends ausgedrückt. Und wir können in allen Branchen eben verfolgen, wie das Auswirkungen hat auf Dauer. Das ist ein italienischer Strand, wie er im letzten August aussah. Und da sehen Sie schon dieses Distanzgebot, was wir jetzt alle haben. Das wird schon bleiben. Und es war immer so in der Geschichte, dass Seuchen und Epidemien solche Reaktionen der Differenzierung gehabt haben. Also in der Pest des Mittelalters haben Menschen angefangen, überhaupt erst Hygiene kennenzulernen. Und danach kam die Renaissance. Die Renaissance war auch eine Zeit der Selbstdistanzierung eines anderen Menschenbildes. Also solche Notlagen, in denen wir konfrontiert sind miteinander, mit unserem Verhalten, die haben auch große langfristige kulturelle Auswirkungen. Das hier ist jetzt eins von unseren Tools, eins von unseren Werkzeugen aus der Trend- und Zukunftsforschung. Einige von Ihnen kennen vielleicht die Megatrend Map. Wenn Sie das googeln, dann finden Sie so einen U-Bahn-Plan, mit den wir einmal im Jahr aktualisieren im Zukunftsinstitut, mit den 150 größten Trends. Also das sind oft so kleine, aber es sind eben auch die sogenannten Megatrends. Davon gibt es nur 12. Und die meisten von Ihnen kennen diese Megatrends. Auch im Bankenwesen wird viel damit gearbeitet. Megatrends sind eben die langfristigen, stabilen Veränderungen, die unsere Welt verändern über Jahrhunderte. Also zum Beispiel Globalisierung ist ein typischer Megatrend. Und Globalisierung hat in den letzten 30 Jahren so richtig Gas gegeben. Wir haben eine Art Hyperglobalisierung erlebt, allein was dort an Containern um die Welt heute gefahren wird. Also Globalisierung ist quasi heiß gelaufen und ist natürlich durch diese Krise zunächst auch mal zum Teil einfach disruptiert worden. Ja? Durch Grenzschließungen, durch kulturelle Verwerfungen, auch das Verhältnis Amerika-China spielt dabei eine Rolle.
Aber wir können eben sehen, dass diese großen Megatrends, die unsere Welt verändern, tatsächlich auch ja eine Halbwertszeit haben. Ich nenne mal so die 3-4 größten. Globalisierung, Individualisierung, also die immer individuellere Form von Lebensweisen und Lebensarten, von Denkweisen, quasi in der Extremform auch die Atomisierung der Gesellschaft. Dann die Urbanisierung, also die große Verstädterung. Wir haben jedes Jahr mehr Menschen, die in Großstädten wohnen. Die Konnektivität oder auch die Digitalisierung, also die Zusammenhänghaftigkeit der Welt durch Daten. Ja. Alles wird miteinander verbunden, Maschinen, Länder, Kulturen. Sie kennen das alle in Ihrem Alltagsverhalten. Manchmal kann man sich der Verbundenheit gar nicht erwehren. Und damit wird natürlich auch das, was vorher ein Bedürfnis war, zu einem Problem. Und was Sie hier sehen, ist unsere neueste Karte, die in unserem Zukunftsreport 2021 zu sehen ist. Da haben wir quasi das Virus mal in die Mitte gestellt, dieser Stränge der Trends. Und da sehen Sie so ganz merkwürdige Begrifflichkeiten. Ja? Down-Aging, was heißt das bitte, nicht? Also Down-Aging ist ein Begriff, der ein Paradox in sich beinhaltet. Das heißt, im Grunde genommen übersetzt, wir werden beim Altern immer jünger. Es ist Ihnen vielleicht auch schon aufgefallen, dass Menschen heute nicht mehr so altern wie früher, nicht? Also 70-Jährige können heute wie 50-Jährige sein, aber es gibt auch früh vergreiste 20-Jährige. Oder Co-Individualisierung, also eigentlich auch ein Widerspruch, Individualisierung, aber eben in Gemeinschaften. Wir haben einen massiven Trend zu Co-Working, Co-Housing, Co-Gardening, also zu kooperativen Formen des Lebens. Glokalisierung, ja, was heißt das denn? Also wir können sehen, dass die Trends, die großen Megatrends evolutionieren und sie evolutionieren, sie verändern sich besonders schnell in Krisenzeiten. Also Krisen sind eben quasi Turboaggregatoren von solchen Veränderungen. Und das liegt eben daran, dass jeder große Megatrend früher oder später einen Gegentrend erzeugt. Wir denken ja immer erstmal gerne linear, also geradeaus. Ja? Also wenn ein Trend erstmal da ist und ein Megatrend, dann glauben wir, das geht immer so weiter. Nicht? Beschleunigung wird immer mehr Flugzeuge, immer mehr Fleisch. Und wir wissen, dass wir etwas dabei vernachlässigen. Und das ist das Prinzip der Sättigung. Also diese großen Veränderungen haben eben auch Tipping Points, haben Sättigungen. Sie erzeugen Gegentrends. Die Globalisierung hat einen Gegentrend zur Nationalisierung erzeugt in den letzten 10 Jahren in Form des Populismus, den wir überall haben. Und das Trump-Phänomen war sicherlich der höchste Ausdruck davon. Und jetzt sind wir gewissermaßen in der Bredouille, also in der Modellbildung von Zukunft, kommen wir jetzt mit unserem linearen Modell nicht mehr weiter. Wo geht das dann hin? Und es ist eben immer so, dass die Zukunft nur entstehen kann, wenn sich aus diesem Widerspruch zwischen Trend und Gegentrend irgendwann eine neue Synthese entwickelt. Und diese Synthese hebt dann dieses Paradox auf. Sonst würden wir ja zurückfallen in einen Gegentrend. Da würde der Nationalismus endgültig gewinnen oder der Gegentrend zum Individualismus wäre wieder Kollektivismus. Es ist gerade bei Netflix eine neue Serie, wahnsinnig toll gefilmt. Ich schaue die gerade, es ist eine Science-Fiction-Serie, heißt Tribes of Europa, also die Stämme Europas. Das spielt im Jahr 2074. Und Europa hat sich in eine Stammeswüste verwandelt. Also es gibt eine Dystopie, in der die Zivilisation zusammengebrochen ist und nur noch Stämme überleben. Ja, also solche Ideen, auf die könnte man dann kommen. Aber so entwickelt sich natürlich Geschichte nur für denjenigen, der ganz viel Angst hat. In Wirklichkeit bewegt sich Geschichte in Schleifen, ja, also in Schleifen von Synthesebildungen. Und deshalb zum Beispiel ein Begriff wie Glokalisierung. Glokalisierung wäre eine Weiterentwicklung des Globalen, indem wir auch unsere lokalen Bedürfnisse anerkennen. Und das spüren Sie überall. Die Menschen wollen regionale Produkte essen. Wir haben heute diese sehr, sehr langgezogenen Wertschöpfungsketten. Ja? Also man bestellt 5000 Teile in China und baut daraus in Europa ein Auto. Das ist nicht nachhaltig. Oder die Medizinproduktion wird in Indien irgendwo vollzogen und dann ist die Fabrik kaputt und wir haben keine Medikamente. Glokalisierung bedeutet, dass wir eine neue Struktur des Globalen bekommen. Das war eben so, dass wir über die letzten 50 Jahre outgesourced haben in die Billiglohnländer. Nun kostet auch ein chinesischer Arbeiter 5, 6, 7 Dollar in der Stunde.
Und dann macht das wenig Sinn. Und gleichzeitig erleben wir eben auch eine Renaissance des Lokalen, des Kleinräumigen, des Kleinnationalen. Und das bedeutet, wir haben eine Art Gegentrend des Nearshoring oder des Resourcing. Wir holen wieder Produktionen zurück. Das erlebt man eben in allen Volkswirtschaften. Das ist ein typisches Beispiel einer Trendkombination, die durch Corona massiv beschleunigt worden ist. Ein anderes Beispiel ist Rurbanisierung, also die Kombination von Urbanisierung und ländlich, also rural ist ländlich. Wir erleben, dass der Druck von den Innenstädten, von den Großstädten weggenommen wird. Die Menschen wollen in einer solchen Erfahrung eher aufs Land. Sie wollen hinaus wieder in Landschaften, wo sie Platz haben, wo sie Natur erleben können. Und das nennt sich auch Agrikonia. Also wir sehen, dass manche Regionen in Europa sehr attraktiv werden, weil sie eben auch digital angeschlossen sind und weil die Unterschiede zwischen Stadt und Land langsam verblassen. Es ziehen Städter ins Ländliche, dadurch entsteht eine Urbanisierung des Landes und es entstehen Dorfstrukturen in der Stadt. Wir nennen das auch die progressive Provinz und wir können heute ganz gut messen, welche dieser Regionen in Europa Erfolg damit haben werden, indem sie kulturell verstädtern. Neue Arbeit, auch hier sehen Sie dasselbe Prinzip wieder. Wir haben früher immer gedacht, entweder wird Arbeit digital, dann sind wir als Menschen überflüssig. Das war auch ein falsches Modell. Wir sehen jetzt eben, wie schnell sich die Verhältnisse ändern können. Aber das bedeutet eben nicht, dass wir alle in Zukunft zu Hause arbeiten werden, sondern es bedeutet Rekombinationsformen. Also es bedeutet, dass die alten Hierarchien in der Form sich verändern werden in Netzwerke von Arbeit. Dabei wird das Heim sicherlich eine große Rolle spielen, aber auch viele andere kleinere Formen von Arbeit. Coworking spielt dabei auch eine große Rolle. Und so können wir quasi ein Modell bauen von dem, was sich jetzt durch Corona an Entwicklung beschleunigen wird. Und das gilt auch für das Digitale. Wir haben eben einen Schub von Digitalität erlebt jetzt. Sonst würden wir ja zum Beispiel auch hier nicht per Videokonferenz zusammenkommen. Aber gleichzeitig haben wir auch erlebt, wie alte, autonome Techniken des Lesens zum Beispiel wiedergekommen sind. Wir haben hier wieder die Trend-Gegentrend-Logik. Es wurden mehr Bücher gelesen, es wurde mehr telefoniert, weil man die Stimme hören wollte. Jetzt haben wir gerade eine neue App, Clubhouse, haben einige von Ihnen vielleicht gehört. Dort ist die menschliche Stimme wieder im Zentrum der Vernetzung. Und das heißt eben, dass diese alten Kulturtechniken, das Lesen, das Buch, das Telefonieren, dass die auch immer wiederkehren in neuen Kontexten. Und wir gehen jetzt davon aus, dass wir eine neue Phase der Humanisierung des Internet erleben. Wir haben ja auch viele Folgeschäden erlebt, Shitstorms und Hassorgien und die Verdrängung von Wahrheit durch Lügengebilde im Internet. Also wir brauchen quasi eine Renaissance oder eine Renovierung des Internet. Und die kommt jetzt zustande. In drei Phasen kann man das beschreiben. Wir hatten in der Pionierphase der Computer vor 30 Jahren, gab es diese Großrechner, die waren vor allen Dingen für Behörden und große Konzerne. Da hat man Daten gesammelt. Dann gab es eine Phase, in der war das Internet eine Wachstumsmaschine. Da entstanden diese riesigen Konzerne, die wir heute eher als Monopolisten erleben, Facebook und Co. Und jetzt haben wir eine Phase vor uns, in der das Internet wieder eine ganz neue Rolle einnehmen wird, nämlich auch als Perception, als Voraussicht, also die Berechnung von Risiken zum Beispiel, aber eben auch in einer sehr viel aktiveren und auch sozialeren Rolle. Und dafür gibt es eben ein Stichwort, das Sie vielleicht in der Business-Sprache schon öfters gehört haben, Purpose, also die Frage des Sinns innerhalb von Unternehmen wird eine viel zentralere Rolle spielen als früher. Die Geschäftsmodelle werden sich sehr, sehr stark entwickeln in kooperative Formen, die eben auch anders auf gesellschaftliche Probleme eingehen. Ein Purpose, wenn eine Firma einen Sinn hat, dann hat sie eben nicht nur den Sinn des Geldverdienens, sondern sie hat auch eine gesellschaftliche Aufgabe, sie hat auch eine Problemlösungsaufgabe in Bezug auf die großen Zukunftsherausforderungen unserer Zeit. Und das wäre mein letzter Kombinationstrend, wenn Sie so wollen. Was wir sehen ist, dass diese Krise massiv die Wertesysteme in Richtung auf das Ökologische verschiebt. Am Anfang hat man ja gedacht, das ist dann eigentlich egal. Wir sind in einem Notstand und wir kümmern uns nicht um Umwelt. Und in der Tat, der Anteil des Plastikmülls hat auch zugenommen vorübergehend.
Aber gleichzeitig sehen wir, dass überall in den Werteumfragen plötzlich dieser Wert Natur, Global Warming, die Fragestellung der globalen Erwärmung massiv nach oben geht. Es gibt praktisch kein Unternehmen, kein großes Unternehmen, das heute nicht daran arbeitet, an Dekarbonisierungs- und Entfossilisierungsstrategien. Ja? Also wie kriegen wir das Carbon zurück oder wie produzieren wir es gar nicht? Die Autoindustrie hat 10 Jahre lang versucht, das Elektroauto mehr oder minder zu verhindern. Plötzlich haben wir die ersten richtigen Durchbrüche und wir haben im Kaufverhalten auch eine Ökologisierung. Aber das Entscheidende hier ist, dass wir eine neue Form von Umweltbewusstsein entwickeln werden und das nennen wir die blaue Ökologie im Vergleich zur grünen Ökologie. Wir kennen die grüne Ökologie ja immer als eine Art Verzichts- und Mangelökologie. Ja, also da ist die Debatte immer, was dürfen wir nicht mehr? Dürfen wir nicht mehr in Urlaub fliegen? Wie ist das mit dem Fleisch? Und wer darf noch was? Und diese Debatte hat in der Tat keine Zukunft, weil wenn Sie vom Verzicht aus argumentieren, vom Weniger, vom Minus, dann kommen Sie immer in Streitdebatten, dann kommen Sie immer auch in Machtkämpfe hinein und daraus führt kein Weg in die Zukunft. Und eine blaue Ökologie setzt eben auf etwas anderes. Sie setzt auf einen Ökologiebegriff der Qualitätssteigerung. Also es schmeckt besser, es ist gesünder. Wir nutzen Technologien intelligent, in intelligenten Netzwerken. Und dieser Begriff setzt sich in den nächsten Jahren durch. Seit vielen Jahren können wir schon dieses Bedürfnis sehen. Das wird auch ganz massive Auswirkungen auf das Investitionsverhalten haben. Wir wissen ja heute schon, dass gerade im Bankensektor, auch im Geldanlagesektor, die Frage, was tut mein Geld, wie ökologisch ist es oder auch wie ethisch ist es angelegt, eine immer größere Rolle spielt. Blaue Ökologie heißt eben nicht, es gibt zu viele Menschen, sondern es gibt noch zu wenig gute Systeme. Darin sind wir nicht unbedingt Feind der Natur. Das sind alles solche Brüche, die wir bauen, mit denen wir in Zukunft nicht besonders gut leben können. Wir können und dürfen und müssen Technologie nutzen. Wir sind gerade in einem großen Innovationsprozess im Ökologischen. Und ein Bekannter von mir, Michael Braungart, der Papst der sogenannten zirkulären Ökonomie oder Ökologie, der hat mal gesagt, eigentlich ist die Zukunft so etwas wie intelligente Verschwendung. Wenn wir es richtig hinbauen, dann haben wir nicht das Problem der Knappheit. Dann gibt es im Prinzip auch keinen Müll, sondern es gibt dann ja Kreisläufe. Und die Natur gibt uns mehr als genug Energie. Wir haben irgendwann mal gelernt, vor 20, 30 Jahren, dass alles knapp ist, Rohstoffknappheit. Aber in Wirklichkeit, allein die Sonne bringt uns jeden Tag ungefähr 1 Million mehr Energie auf die Erde, als wir jemals verbrauchen können. Und Bjerke Inges, einer der der großen Stadtforscher unserer Zeit, ein Architekt, hat mal gesagt, es gibt so eine Art protestantische Einstellung, wonach es schmerzen muss, Gutes zu tun. Wir fragen, wie Nachhaltigkeit die Lebensqualität verbessern und Spaß machen kann. Und damit ist eben gemeint, dass wir heute in eine neue Phase von technologischer Integration gehen, von Natur und Technologie. Wir haben überall eine massive Innovationszuwachs. Das sind zum Beispiel neue Windturbinen. Die werden gar nicht mehr so aussehen wie die mit den Flügeln. Und wir haben erst angefangen, die Energien der Natur in intelligenter Art und Weise zu nutzen. Wenn wir allein die Wellenenergie mit ganz simplen Technologien anzapfen könnten, wäre das schon ungeheuerlich. Und ich will hier nur ein paar Beispiele bringen. Wir sind an diesen Fronten natürlich überall unterwegs, aber wir haben momentan in allen Bereichen, ob das jetzt Storage von Energie ist, Batterien, Chemie, Zellchemie, haben wir massive Durchbrüche. Lagerung, ja, also wir müssen natürlich Solarenergie und Windenergie auch lagern können. Das kann man immer mehr durch Formen von Power to Gas oder Power to Druck oder was auch immer. Wir werden die Wasserstoffindustrie durchsetzen über viele Jahre hinweg. Und die Architekturen der Städte fangen an, sich zu verändern. Das ist das größte Hochhaus in Holzbauweise, was gerade in Tokio angefangen wird zu bauen. Und gerade in den Stadtarchitekturen wird sich in den nächsten Jahren ungeheuer viel tun. Und da werden sich auch die Gleichgewichte verschieben, weil wir natürlich in den sonnenreichen Gebieten der Erde haben wir dort da kommt auch überwiegend das Öl her,
Aber dort haben wir eben natürlich auch eine hohe Möglichkeit von wirklichen technischen Innovationen im urbanen Bereich. Und dort gibt es bereits die ersten sich selbst versorgenden Städte. Ich will das ein bisschen abkürzen, damit ich nicht zu lang werde. Aber im Prinzip geht es darum, unsere Wirtschaft, die Dekarbonisierung, also das Weg vom Öl, so zu gestalten, dass wir darin nicht als einen Verzicht herauskommen, sondern aus einer Erweiterung unseres Bewusstseins, unserer Lebensqualität, auch der Art und Weise, wie wir mit Natur umgehen. Im Grunde genommen war ja die Corona-Krise nichts anderes als ein Schock, in dem sich die Natur zu Wort gemeldet hat. Wir haben gedacht, eigentlich haben wir mit der nichts mehr zu tun. Viren, Bakterien, dann nehmen wir Pillen ein dagegen. Aber so ist es eben nicht. Wir sind und bleiben Teil der Natur und wir werden uns damit in irgendeiner Form auseinandersetzen müssen. Und zirkuläre Ökonomien sind gerade am Anfang. Das ist zum Beispiel ein ganz kleines Beispiel, das aber immer sehr gut illustriert, worum es da geht. Das sind die Jeans, die meine Familie anhat. Das sind Matt Jeans, eine holländische Firma. Und das sind zirkuläre Jeans. Die liest man für 5 € im Monat und nach einem Jahr gehören sie einem. Und wenn sie dann zerfetzt sind, werden sie zurückgeschickt und daraus entstehen neue Jeans. Das ist ein permanenter Kreislauf, der auch nur durch Digitalität funktioniert, ist zertifiziert in allen Bereichen, ist eine Firma, die unglaublich schnell wächst jetzt und in denen eben, also die Mode erfindet sich eben auch gerade neu. Bill Gates hat gerade ein Buch geschrieben, das ich gleich mit viel Interesse gelesen habe. Der hat sich auch intensiv und auf eine sehr, sehr kluge Art und Weise mit dem Klimawandel auseinandergesetzt. Und er hat eben wunderbar aufgezeigt in diesem Buch, dass alle Branchen massive Innovationen dort durchleben werden in den nächsten Jahren. Und zwar welche, an die wir auch gar nicht denken. Beton zum Beispiel. Ja. Beton ist einer der meistgenutzten Werkstoffe der Welt. Und ist ein riesiges CO2-Problem. Und er spricht eben vom Green Premium. Also Green Premium ist die Feststellung, dass wir ja immer dieses Problem haben, dass das, was aus Öl gemacht wird, immer billiger ist. Nicht? Also es gibt unheimlich viel Energiereserve in einem Liter Öl und es ist immer noch unglaublich preiswert. Und dieses Premium könnte man aber auch umkehren. Wenn Sie zum Beispiel fliegen, gibt ja jetzt die ersten Synfuels, die ersten synthetischen Treibstoffe. Da haben wir noch eine riesige Distanz zu gehen. Das Kerosin ist halt immer noch viel, viel billiger. Aber wenn man Green Premium jetzt umdreht und sagt, okay, vielleicht ist das ja auch so etwas wie ein Luxus. Ich zum Beispiel, wenn ich fliegen würde, ich würde schon einen höheren Preis bezahlen und vielleicht auch einige meiner Kunden, wenn ich dadurch CO2-frei unterwegs wäre. Ich fahre übrigens seit 10 Jahren Elektroautos und bin inzwischen ein richtig begeisterter Elektroautofahrer, also auch das ist kein Verzicht, sondern ein Zugewinn. Und wenn man das dann ein bisschen anders betrachtet, dann könnte eben so etwas wie ein Premium-Bereich durch die ökologische Frage entstehen. Dann würde vielleicht irgendwann der synthetische Treibstoff, den man übrigens auch aus CO2 machen kann inzwischen, ja, also aus Carbon, CO2, das ist ja ein Grundrohstoff. Es ist einfach noch zu teuer, man muss ihn in großen Mengen produzieren. Und dann hätte man eben einen neuen Premium-Bereich, den wir heute ja schon haben bei Bioprodukten, der dann aber langsam schrumpfen kann. Und die Unternehmen, das ist im Prinzip so ein Prinzip, das wir massiv verfolgen, herauszufinden, welche Unternehmen sind heute dabei, intensiv diese Spanne zwischen den alten fossilen Billigkeiten quasi, also ein Flug nach Mallorca für 40 €, das ist natürlich eine Ansage, aber auf Dauer kann das auch so nicht bleiben, diese Distanz zu verringern, sodass eben die Kostenunterschiede zwischen dem dekarbonisierten und dem karbonisierten langsam zu Ende gehen. Und ich glaube, in diese Richtung zu denken, auch in seinem Anlageverhalten, auch in seinem Blick auf die Welt, achten Sie mal drauf, wie viele neue Ideen jetzt hier auf den Markt kommen. Und am Ende vielleicht nochmal rückgehend auf die Eingangsfrage, haben wir uns mehr verändert oder werden wir uns mehr verändern oder verändert sich die Welt mehr? Ich habe immer wieder diese Auseinandersetzung mit den Menschen, die sagen, das ist alles Unsinn. Menschen ändern sich nicht wirklich, die Welt ändert sich nicht wirklich. Aber wenn Sie mal zurückdenken ein bisschen,
wie oft sich Menschen verändert haben. Denken Sie mal nach dem Krieg oder in den letzten 30 Jahren, wenn wir heute mit einer Zeitmaschine in die 70er Jahre reisen würden, wir würden uns wahrscheinlich sehr wundern, wie anders die Menschen sind. Nicht? Zum Beispiel hat damals jeder geraucht, überall. Und alle hatten schlechte Zähne, aber das nur nebenbei. Also was ich damit sagen will, ist, Menschen ändern sich dauernd, Gesellschaften, Kulturen verändern sich. Kommt das alte Normal dann nicht doch zurück? Also irgendwann ist es vorbei und es wird genauso sein wie vorher. Alle werden wieder billig in Urlaub fliegen, alle werden wieder nach Venedig massenhaft fliegen. Das ist der innere Pessimismus. Aber Bernd Ulrich in der Zeit, der stellvertretende Chefredakteur, hat das mal sehr schön formuliert. Und mit diesem Zitat möchte ich enden. Keine Frage, es wird in Teilen der Bevölkerung nach Corona, wann immer das sein mag, auch einen Aufstand der alten Ansprüche geben. Vielleicht ein Konsumrausch, Reisewut, Wachstumspanik, eine Bewegung des, das kann doch wohl nicht wahr sein, nicht so ein Trotz quasi. Aber diese Bewegung wird auf Dauer keinen Erfolg haben, nicht weil die Progressiven, die Konsumunlustigen in der Mehrheit wären, sondern weil Aufstände gegen zu massive Wirklichkeiten meistens vergeblich sind. Also Corona zeigt uns eigentlich, was unsere Zeit ist und wohin unsere Zeit geht. Und in dem Moment, wo wir das verstehen, wo wir das dechiffrieren können, wo wir es umsetzen können, wo wir es nicht immer nur negativ bewerten, in dem Moment entsteht ein neues Normal in die richtige Richtung. Und das ist der Grund, weshalb ich glaube, dass in diesen Krisen eben auch ein ungeheures Kapital an Möglichkeiten und an Veränderungschancen steckt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Horks. Danke für Ihren Blick in die Zukunft. Ich mag ja an Ihnen besonders immer auch diese positive Sichtweise, nicht das Defaitistische, sondern auch diese Chancen, die solche Entwicklungen mit sich bringen, dass Sie das in den Vordergrund Ihrer Ausführungen stellen. Insofern dürfen wir uns auf das neue Normal freuen. Wenn Sie gesagt haben, einleitend, dass die Corona-Pandemie dazu geführt hat, dass es ganz viele neue Begriffe gegeben hat, dann darf ich heute ergänzen, auch ich habe in diesem Vortrag viele neue Begriffe gelernt. Ich weiß nicht, ob die überall von Ihnen alleine stammen, aber es war schon ein Feuerwerk an neuen Begriffen, die ich heute hier mitnehmen konnte. Wir haben den Zuhörern angeboten, im Chat auch Fragen zu stellen. Davon nehmen die Zuhörer auch Gebrauch. Wir haben über 800 Anmeldungen. Ich bitte um Verständnis, dass wir nicht alle Fragen beantworten können, sonst sitzen wir wirklich noch lange. Aber ich möchte einige wenige herausgreifen. Sie haben ja ausgeführt, dass die Pandemie eine Art Tiefenkrise, das haben Sie nicht gesagt, aber es gibt sehr versierte Zuhörer offensichtlich, eine Art Tiefenkrise darstellt, die Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft ja auch nachhaltig verändern. Es kommt zu Werteverschiebungen, ist eine Frage. Sie haben ja auch gesprochen vom geistigen Klimawandel. Welche Werteverschiebungen ganz konkret erwarten Sie? Naja, also zunächst mal hat uns ja die Krise eine große Frage, nämlich des gesellschaftlichen Zusammenhalts, ins Fenster gestellt. Nicht? Also sind wir in der Lage, in einer modernen, differenzierten Gesellschaft uns so zu verhalten, dass wir den anderen nicht gefährden. Und das ist ja durchaus riskant, diese Fragestellung, weil in der Tat sich ja auch herausstellt, dass es Menschen gibt, die sagen, nein, ich mache da nicht mit oder ich habe ganz andere Vorstellungen. Für mich ist jetzt die individuelle Freiheit viel größer. Und dadurch verschieben sich natürlich unsere Verhältnisse in Bezug auf den Staat und die Gesellschaft. Das ist ein Punkt, den man ganz deutlich sehen kann. Wir sehen eher eine Art von größerem Einverständnis auch mit staatlichem Handeln in den meisten Ländern Europas, nicht in allen. Aber da, wo das gelingt, gelingt es eben auch viel besser, die Pandemie zurückzudrängen. Das hat auch übrigens etwas mit weiblichen Werten zu tun. Wir sehen das überall dort, wo in kleinen Ländern, die von Frauen geführt werden. Österreich ist so ein bisschen eine Zwischenrolle, aber ist auch ein kleines Land. Denken Sie an Finnland, denken Sie an Dänemark, denken Sie an Taiwan. Dort ist die gesellschaftliche Zusammenhalt einfach, das ist auch ein Erfolg, den eine Gesellschaft eben haben kann. Also einerseits sind es die sozialen Werte,
Und andererseits sind eben die Werteverschiebung ins Postmaterielle. Also das ist eine Entwicklung, die wir schon seit vielen Jahren kennen, dass so der Materialismus in seiner klassischen Form ist natürlich in der Konsumgesellschaft massiv aufgeblüht. Aber wir haben seit ungefähr 10, 15 Jahren auch Entwicklungen hin, wo man eben sagt, die Wahlmöglichkeiten zwischen materiellem Reichtum und geistigem Reichtum, die müssen wir auch neu beantworten. Und das hat dann eben sehr viel Anschlussmöglichkeiten auch an die Ökologie. Also das sind so die Wertewandelcluster, die wir beobachten können. Und das wird natürlich herausgefordert, nicht? Also wir müssen ja auch damit umgehen, dass es Menschen gibt, die sagen, mir alles wurscht, ich mache Party. Aber es ist ja eben gar nicht so, dass das so viele sind, nicht? Sondern die Gesellschaften haben ja zu allergrößten Teil, Amerika ist eben ein bisschen ein Gegenbeispiel, haben es ja auch geschafft, sich in so eine Situation, wir nehmen das noch nicht wahr. Nicht? Es ist ja oft so, dass man eben nur das Negative wahrnimmt, so sind ja auch die Medien geprägt. Aber das, was gelingt, was in dieser Pandemie ja auch gelingt, an Adaptabilität, an Resilienz, das wird oft gar nicht so sichtbar. Ja. Einige Fragen drehen sich auch um das Thema natürlich politische Dimensionen, politische Strukturen, weltweite Natur. Konkret eine Frage lautet, wie wird sich die Rolle der Nationalstaaten verändern, wenn sie wichtige soziale und ökologische Fragen nicht lösen können? Welche anderen Institutionen womöglich können diese Lücke füllen? Ja, wir haben durchaus eine Renaissance ja des Internationalismus auch erlebt, nicht? Also größte Beispiel ist ja, dass Amerika wieder in sämtliche Organisationen eingetreten ist, aus denen der vorherige Präsident ausgetreten ist, also von der WHO bis zum Klimaabkommen. Und wir werden das noch zu schätzen wissen. Also wir sind ja immer sehr leicht bereit, so auf die höhere Ebene zu schimpfen, ne? Also Europa, das ist nur Bürokraten. Und das kann man natürlich immer tun, das ist auch immer legitim, das zu kritisieren, aber eine solche Pandemie zeigt uns natürlich, wie abhängig wir auch als Länder voneinander sind, weil sie wird nicht zu Ende sein, solange sie nicht in allen Erdteilen zu Ende ist, also auch letztendlich in Afrika, ja, weil sie haben natürlich immer eine Möglichkeit der Mutation oder der Wieder, also wir kommen zum Teil schon auch in ein pandemisches Zeitalter, weil dieser Virus ist ja nur ein Stellvertreter für seine Art, wenn man so will. Das heißt nicht, dass wir unser ganzes Leben lang mit irgendwelchen Gasmasken rumlaufen müssen oder es wird immer schlimmer. Es gibt ja auch unendlich viele harmlose Viren und wir mutieren und unser Immunsystem passt sich an. Das ist im Prinzip nichts Neues. Aber es ist eben so, dass sich die globalen Zusammenhänge viel deutlicher zeigen. Wir können gar nicht ohne diese großen, auch globalen Organisationen auskommen. Und natürlich auch hier wieder in den Medien steht natürlich immer das, was nicht funktioniert und wo man kritisiert und wo man drüber jammert. Aber es funktionieren auch erstaunlich viele Dinge. Es hat eben, das nicht gegeben, was viele ja gedacht haben, dass die Grenzen endgültig geschlossen werden. Wir haben jetzt Grenzeinschränkungen, die müssen wahrscheinlich auch sein. Aber auch Europa ist ja nicht gescheitert. Ich kann mich erinnern, im alten Normal war es ja gang und gäbe zu sagen, Europa muss total scheitern und der Brexit war ja auch ein Schock für uns alle. Und natürlich gibt es in so einem großen Konglomerat immer Reibereien, aber es gibt immerhin eins der größten Investitionsprogramme, nicht, das Europa gemeinsam beschlossen hat in der Krise. Und insofern glaube ich, dass viele Menschen auch das wieder zu schätzen wissen. Ja. Ein wesentliches Thema auch Ihrer Ausführungen war natürlich das Thema Nachhaltigkeit, Ökologie. Eine Frage geht in diese Richtung der blauen Ökologie, die Sie angeschnitten haben. Ist die blaue Ökologie geeignet und schnell genug, vor allem, um dem Klimawandel wirklich ausreichend entgegenzuwirken? Ja, das ist die ewige Frage, die aber eben nicht beantwortbar ist, nicht? Weil man kann sie immer nur zurückgeben. Die ist dann schnell genug, wenn wir anfangen, es auch in den Unternehmen, in der Politik, als Individuen in unserem Kaufverhalten ernster zu nehmen und nicht dauernd nur zu fragen, es könnte ja schiefgehen. Und das Interessante an einer Krise wie Corona ist ja, dass es quasi diese Option, es geht halt schief, uns nicht gibt, sondern wir müssen handeln. Ja, also wir waren gezwungen zu handeln und haben ja auch gesehen,
dass dieses Handeln dann Wirkung hat. Also im Grunde genommen ist die Corona-Krise eine Vorübung für das, was jetzt vor uns ist. Ja? Und dieses Genug ist natürlich die Frage, wie man das bemisst. Ja? Also ich würde mich jetzt nicht auf ein Gradziel festlegen können, aber wir haben die Technologien, wir haben große Fortschritte in vielen Bereichen, in denen wir in der Tat etwas tun müssen, wenn wir vom Öl zurückkommen werden. Es spricht nichts dagegen, außer unserer Faulheit und unserem Mangel an Mut, dass wir zumindest das 2-Grad-Ziel schaffen werden. Und in einer Regnose, also so in einem quasi Zeitspiel, wenn wir ins Jahr 2050 springen und dann zurückblicken, wie haben wir eigentlich geschafft, die CO2-Ausstöße runterzudrücken, da entsteht ein ganz plausibles Szenario. Ja? Also wir werden sehr wahrscheinlich in diesem Jahrzehnt zumindest schon den Peak des CO2-Ausstoßes weltweit erreichen. Das glauben viele noch nicht, aber wir können dann gerne noch mal in 5 Jahren drüber reden. Gerade China wird dabei eine massive Rolle spielen. Das heißt natürlich nicht, dass das sofort gelöst ist. Das ist ein sehr langfristiger Prozess. Aber in dem Moment, wo wir erstmal so ein, das ist wie bei der Epidemie, nicht? Wenn man über den Peak weg ist und die Zahlen sich in eine richtige Richtung entwickeln, dann hat man schon ein anderes Gefühl dafür und dann ist man auch motivierter. Und in Europa haben wir es ja auch geschafft, immerhin schon ein bisschen unsere Ausstöße zu moderieren. Wir haben jetzt einen neuen Green Deal. Überall auf der Welt wird jetzt neu gesucht nach Möglichkeiten. Also letztendlich wird es nie reichen im Sinne von, dass es keine Erderwärmung gibt. Die ist ja schon gelaufen, nicht? Das werden wir nicht verhindern können. Es ist nur die Frage, ob uns die Temperaturen völlig entgleiten oder ob wir sie eben so moderieren können, dass wir sagen können, okay, wir können als Menschheit auch mit anderen Technologien ein gesünderes Leben auf diesem Planeten führen. Ich glaube, so zu fragen ist besser. Also nach den Möglichkeiten zu fragen und dass daraus auch Arbeitsplätze, neue Marktchancen entstehen in riesigen Ausmaßen. Ich glaube, das ist das Entscheidende, das man wahrnehmen muss, also die Potenziale. Ja. Sie haben einen Begriff geprägt, Humanisierung des Internets. Ist das nicht eine zu positive Sicht? Also es ist immer die Frage, wenn man was Positives formuliert, wird man mal gefragt, ist es nicht zu positiv? Ja? Ich wollte einfach mal eine positive Möglichkeit darstellen. Wir erleben momentan, dass diese totale Dekadenz, ich sage das mal so ganz hart, die in der menschlichen Kommunikationsstruktur durch eine falsche Vernetzungsform entstanden ist. Also die sozialen Medien sind ja in Wirklichkeit Zerstörungsmedien, nicht? Also toxische Medialität, was wir, da ist uns immer nicht viel eingefallen früher dazu. Also die meisten haben gesagt, ja, Freiheit ist wichtiger und jeder soll alles sagen können im Netz. Ich bin nicht dieser Meinung, ich war auch nie dieser Meinung. Ich finde, dieselben Gewaltfragen, die sich in der Realität stellen, stellen sich auch in der Virtualität. Und jetzt kommt was in Gang. Also wir können eben sehen, dass die Länder heute anders reagieren, dass auf europäischer Ebene, auf weltweiter Ebene zum ersten Mal auch die großen Internetriesen angegangen werden. Wir haben gerade diesen Konflikt in Australien. Wer verfügt eigentlich über die Inhalte? Facebook ist schwer am Arbeiten, weil sie wissen, dass sie so nicht weitermachen können und dass Hass und Lüge sich nicht auf Dauer über diese Netzwerke aufbreiten dürfen, weil sonst werden sie ihre Monopolstellung verlieren. Und also hier kommt etwas massiv in Gang, was schwierig ist, was auch unangenehm ist. Und es wird natürlich immer Junkies geben, die im Netz ihre Machenschaften treiben. Aber wir sehen auch eine ganze Menge mediales Veränderungsverhalten. Gerade, also wir können sehen, wie auch ungefähr 11 Millionen Amerikaner immerhin haben ihre sozialen Medienkanäle abgestellt in dieser Krise, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben. Es kommt was in Gang. Und es ist immer so. Also am Anfang war auch die Eisenbahn, hat in Amerika schreckliche Folgewirkungen gehabt, weil dadurch ist der Wilde Westen entstanden. Das waren erstmal rechtlose Verhältnisse, in denen man die Ureinwohner besser umbringen konnte und jeden am nächsten Galgen aufhängen konnte. Also es ist immer so, dass eine Technologie am Anfang so einen Sinnüberschuss erzeugt und dann wird sie auf Dauer gezähmt. Ja? Also wir lernen dann allmählich damit umzugehen. Und das ist soweit jetzt. Wir sind jetzt in diesem Tipping Point. Nach 25 Jahren Wildwuchs im Internet wird sich das gar nicht anders darstellen können.
sonst scheitert dieses Medium völlig. Ja? Also sonst werden wir unsere Gesellschaft damit zerstören. Und jetzt kommt es in Gang. Ich glaube, das Abstellen des Twitter-Accounts für den amerikanischen Präsidenten war da ein Durchbruch in dieser Hinsicht. Herr Hork, Sie haben im Frühjahr einen sehr aufmunternden Artikel geschrieben, ich glaube sogar veröffentlicht mit Beginn des Lockdowns am 16. März. Sie haben ihn kurz angedeutet in Ihrem Vortrag, wo Sie eine Regnose gemacht haben, also nicht von der Gegenwart in die Zukunft geschaut haben, von der Zukunft dann in die Gegenwart. Wenn wir diese Methodik jetzt beim Herrn Horks anwenden, wenn er eine Regnose macht, bezogen auf seine Prognosen in 10 Jahren, zu welchem Ergebnis würde er kommen? Ja, sehen Sie, da kommt man dann so ein bisschen ins Schleudern. Ne? Das ist, weil eine Regnose ist eben anders als eine Prognose. Also wir können als Zukunftsforscher natürlich nicht exakt wissen, wann der Sack Reis in China umfällt. Nicht? Aber man kann eben doch Schneisen in die Zukunft schlagen, in denen man plausible und wahrscheinliche Entwicklungen sich anschaut. Und manchmal dauern die länger, als man es sich erhofft. Das ist sicherlich der Fall. Aber ich sehe meine Aufgabe ja jetzt auch nicht, die Zukunft festzunageln auf jede einzelne Frage, sondern uns die Zukunftsmöglichkeiten bewusst zu machen. Letztendlich funktionieren all diese Dinge nur, wenn die Menschen sich entscheiden. Also es geht um eine Entscheidung für die Zukunft. Man kann sagen, ich möchte, dass mein altes industrielles Lebensmodell, so wie es war am Anfang, ja, wir haben genug Benzin, also können wir es auch rausheizen, meine Lebensform, dass die so bleiben, wie sie waren, darauf bestehe ich. Das ist das menschliche Hirn möchte ja immer Kontinuität und soll alles so bleiben, wie es war. Oder man kann sich dazu entscheiden, Innovationen und Adaptionen zu machen. Und manchmal kommen eben dann Krisen einher und zwingen einen dazu. Also das ist nicht immer es geht gar nicht so sehr, das zu bewerten, darum, ist das jetzt alles positiv oder negativ. Die globale Erwärmung ist eine gottverdammte Herausforderung und man kann sich ihr stellen oder man kann sie ignorieren. Und wenn man sie ignoriert, dann wird das einfach bedeuten, dass wir solche Fälle wie Corona immer häufiger erleben, weil Corona entsteht ja aus der Überverdichtung von Mensch und Tier. Also letztendlich haben wir die Natur zu sehr in die Enge gedrängt und dann fängt sie an, ganz stark zu mutieren. Das ist im Prinzip eine Entscheidungsfrage, aber es hat sich ja in der Geschichte immer wieder erwiesen, dass Menschen dann, wenn sie müssen, sich auch verändern können. Ja, das ist ja immer wieder so gewesen. Also wenn ich mir vorstelle, was unsere Vorfahren erlebt haben, über die Kaiserreiche, über die Weltkriege, ja, und womit die umgehen mussten, dann geht es uns ja heute fast gut. Wir sind ja fast in einer luxurierenden Situation. Und das einmal zu verstehen, das hieße eigentlich die Zukünftigkeit, die innere Zukunft zu entdecken und sie nicht immer nach draußen zu projizieren. Also das ist ja immer so die Angewohnheit, man hat das Gefühl, die Zukunft steht eigentlich fest und Zukunftsforscher sagen mir, was kommt da auf uns zu? Das ist aber gar nicht meine Aufgabe. Oder ich sehe es nicht als die Aufgabe, jetzt die Zukunft festzunageln, sondern Möglichkeiten aufzuzeigen. Mein Optimismus, der ist gar nicht so rosig, ja, sondern der ist eigentlich eher aus der Erfahrung gegründet, dass wenn es knallhart wird, wir uns etwas einfallen lassen. Das ist nämlich das Wesen einer intelligenten Spezies. Nicht? Und dann gibt es natürlich viele, die sehen, dass Menschen eigentlich blöd sind. Ne? Das ist so eine, die Blödmachung anderer ist ja auch so eine innere Verblödung. Und gleichzeitig ignorieren wir aber auch das, was es ja schon gegeben hat. Wir haben ja auch soziale Systeme erfunden, die Fortschritt, also wir beschäftigen uns seit vielen Jahren mit Fortschritt. Wird die Welt, also die Grundfrage ist ja immer, die dahinter steht, wird die Welt prinzipiell besser oder wird sie schlechter? Und wenn Sie mal ein bisschen über diese Frage nachdenken und sich darüber intensiver informieren, dann werden Sie merken, die Welt wird ganz langsam auch besser. Ja, also wir haben heute weniger bitter Arme auf der Welt, wir haben weniger Kriege auf der Welt als zuvor. Unsere Wahrnehmung, weil wir durch die Medien geprägt sind, ist natürlich eine völlig andere. Ja, also die Menschen haben immer dieses Programm, alles wird immer schlimmer. Aber ich glaube, dass wir allmählich auch merken, dass wir da Teil eines hypnotischen Mediensystems sind, das nicht unbedingt die Wirklichkeit abbildet. Ja, und das erleben Sie immer, wenn Sie
wenn Sie von innen nach außen fragen, nicht? Also wenn Sie die Österreicher zum Beispiel fragen, wie gefällt es euch eigentlich in Österreich, in eurem Land? Ich lebe ja seit 20 Jahren in diesem Land, sagen die immer, ja, ist gut, ist eigentlich okay, ja. Gibt ein bisschen Probleme mit der Politik, aber ist eigentlich ganz okay, ne? Und wenn man dann fragt, Europa, ah, oh, schrecklich, ja. Und wenn man dann sagt, die Welt, oh, da geht's ganz furchtbar, ja. Und das Erstaunliche ist aber, wenn Sie einen Afrikaner dasselbe fragen, ist es bei dem genauso, ne? Also, das ist eine Art Autismus nach außen. Also, wir finden alles immer, was weit entfernt ist, ganz furchtbar. Aber wenn wir genauer hinschauen, dann gibt es auch unheimlich viele Anzeichen dafür in der Welt, dass sich Dinge tun und verbessern. Wir müssen sie nur wahrnehmen. Und in dem Moment, wenn wir das können, dann gestalten wir die Zukunft auch bewusster. Ja, vielen Dank. Herr Hax, es gibt sehr viele Fragen um das Thema blaue Ökologie. Eine möchte ich Ihnen noch stellen. Bill Gates sagt den Zuhörer in seinem neuen Buch, dass die Atomenergie in der blauen Ökologie einen Platz braucht. Wie sehen Sie das? Ja, ich finde es interessant. Das Buch ist wirklich deshalb lesenswert, weil es völlig unnaiv ist und knallhart auch die Probleme benennt. Ja, also und er ist wirklich sehr, sehr gut informiert. Und ich selber, ich glaube, wir haben genügend Möglichkeiten, auch in massiver Skalierung erneuerbare Energien aufzubauen. Da sind wir erst ganz am Anfang. Insofern werden wir die Atomenergie gar nicht brauchen. Und sie wird auch, also es ist ja so, dass in dem Moment, wo tatsächlich grüne oder blaue Energien vorgeschlagen werden, heißt es ja immer, die sind zu teuer. Ja? Bei der Atomenergie ist es so, die ist wahnsinnig teuer. Also wenn Sie da wirklich die Müllproblematik mit einrechnen, in Finnland wird ja jetzt gerade ein hochmodernes Atomkraftwerk gebaut, das da auch tatsächlich völlig redundant ist, also es kann nicht mehr explodieren, nichts. Ja. Aber es ist so teuer, dass Sie den Strom da wirklich wahrscheinlich im Champagnerglas trinken können, der da rauskommt. Und diese super neuen Reaktoren, die immer da beschrieben werden, naja, macht's mal, ja. Also ich habe das schon erlebt mit der Fusionsenergie, die steht immer auch alle 5 Jahre vorm Durchbruch, aber sie ist so unfassbar teuer. Und wir haben heute im Grunde genommen andere Möglichkeiten. Ja? Insofern, ich habe im Prinzip, wenn man sichere Reaktoren hätte, in denen man diese ganzen Probleme lösen könnte, hätte ich jetzt aus ideologischen Gründen da überhaupt kein Problem mit. Ja? Ich bin Hightech-Fan, aber die Frage ist, ob das so Hightech ist, ne? Oder ob es nicht irgendwie auch so eine, da wird so unglaublicher Aufwand getrieben. Wir haben heute schon Wüstenkraftwerke, die NOR-Projekte in Marokko, die haben auf einer Fläche, die sonst nur Wüste ist, wo kein Mensch hin will oder lebt, haben die einen Ausstoß von gerade mal locker 3 Atomkraftwerken. Ja? Also wir können heute mit Parabolspiegelanlagen in Wüstengebieten, machen wir 3 solche Sites und wir haben Strom für Millionen von Menschen. Die Dänen bauen gerade eine Energieplattform in der Nordsee oder fangen das gerade an. Die sollen 10 Millionen europäische Haushalte mit Strom versorgen. Durch Offshore-Wind, den man dann auch speichern kann in verschiedenen Techniken. Also wir sind da, wir haben ein reichhaltiges Angebot, aber wir müssen das natürlich konsequent ausbauen. In Österreich übrigens ist es ja im Prinzip auch relativ einfach, weil der hohe Anteil an Wasserkraft einfach eine gute Hilfe ist, ne? Vom Fossilen runterzukommen. Ja, vielen Dank, Herr Hax. Wir könnten noch viele Fragen an Sie stellen. Sie kriegen jetzt einen digitalen Applaus von allen Zuhörern. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Ich darf mich auch bei Ihnen, sehr geehrte Kundinnen und Kunden, sehr herzlich bedanken für Ihre Teilnahme. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Empfang. Ich darf mich auch bedanken für die vielen Fragen und bitte um Verständnis, dass wir nicht auf alle Fragen eingehen konnten. Und ich hoffe, Sie haben doch die einen oder anderen neuen Perspektiven auch übermittelt bekommen. Herr Hax hat gesagt, das Distanzgebot wird bleiben. Herr Hax, da muss ich Sie ein bisschen enttäuschen. Da werden wir alles daran setzen, dass das nicht so werden wird. Vor allem mit unseren Bankdienstleistungen. Wir wollen alles daran setzen, dass sich die Kunden wohlfühlen, dass wir die Distanz abbauen, sondern dass wir bei unseren Kunden nahe sind. In diesem Sinne stehen wir Ihnen auch ab morgen wieder sehr gerne für die Themen zur Verfügung,
die Sie interessieren und die wir gerne mit Ihnen vertiefen. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Dankeschön.